Die neuen Verfilmungen von Stephen Kings S von 2017 und 2019 waren echte Erfolge an den Kinokassen. Daher war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis weitere Projekte mit dem Killer-Clown Pennywise angekündigt werden. Nun macht sich HBO Max mit der Serie Welcome to Derry daran, an den Kinoerfolg anzuknüpfen. Nachdem im März 2022 bereits Insider-Infos geleakt worden waren, dass es mit der S-Reihe weitergeht, ist es nun offiziell: Pennywise kehrt zurück. Verantwortlich für die neue S-Serie ist unter anderem der Regisseur des Remakes, Andy Muschietti. Der erzählt, dass die Buchvorlage viel zu komplex gewesen sei, um die vielen interessanten Aspekte von Stephen Kings Geschichte in den Filmen unterzubringen. Das soll nun die Serie nachliefern, bei der er auch wieder bei einigen Folgen Regie führen wird. Zusammen mit seiner Schwester Barbara Muschietti und Autor Jason Fuchs steckt dasselbe Team hinter Welcome to Derry wie schon bei S und S Kapitel 2. Die beiden Filme spielten zusammen weltweit über 1,1 Milliarden US-Dollar ein und präsentierten mit der Darstellung vom bösen Clown Pennywise eine moderne Horror-Ikone, die ihrem Vorgänger von 1990, gespielt von Tim Curry, in nichts nachsteht. Ob Bill Skarsgård auch in der Serie wieder in das Kostüm schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt. Welcome to Derry wird von HBO Max und Warner Brothers Television produziert. Ein Release bei Sky bzw. Wow in Deutschland ist also relativ wahrscheinlich. Wir warten gespannt auf weitere News, vor allem zu einem möglichen Startdatum. Thank you.